Knöchel Hygieneservice, Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Tatortreinigung. Knöchel Hygieneservice, mit Sicherheit sauber. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans in der Nordhessen-Arena, live bei SpayTV zum 40. Spieltag. Die Kassel Huskies empfangen die Lausitzer Füchse zum dritten Mal in diesem Jahr. Da haben bestimmt die Teams ordentlich Federn gelassen bei der hohen Frequenz. Jetzt die erste Chance für Kassel. Die Scheibe einfach weggeschmissen, irgendwo nach hinten oder nach vorne, sondern nur zwei, drei Leute. Ja, guter Schuss jetzt hier von Marco Müller. Versuchen, weiß, was er da unter Druck zu setzen. Und gleich den nächsten Abschluss im Tor für Kassel! Ja. Alec Aroth aus der Halbdistanz von außen. Joey Keusen im One-Timer, aber ich weiß nicht, ob noch einer dran war, aber das werden wir gleich sehen. Das ist die Frage, wir gucken noch mal drauf. Ja, hier kommt erstmal die Vorarbeit. Ja. Ja, hier kommt der Pass. Und hatte noch jemanden berührt. Aber sehr gut festgesetzt. Joey Keusen liest es, kommt runter für den One-Timer. Hier auch schwer zu sehen. Ja, gibt es manchmal so Phasen, ne? Ja. Aber jetzt schon wieder abgefälscht. Und Klapp weiß wieder nicht, wo die Scheibe ist. Ja. Jetzt? Ja, da ist er drin. Den muss ich Klapp, glaube ich, so ein bisschen draufpacken. Natürlich keine wirkliche Schuldzuweisung, aber er sah nicht so richtig gut aus. Ich würde ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, im Replay sieht man es, die Scheibe war abgefälscht. Er wusste nicht, wo sie war. Es war kein direkter Schuss. Und da ist Ryan Olsen an den Schimmermann hier und haut ihn dann unter das Dach. Ja, das war ist auffällig, das zweite, dritte Mal jetzt schon. Ja, aber es war wirklich ein sensationeller Auftritt auswärts. Ja. Auch die 3:0-Führung war noch relativ schmeichelhaft für Kaufbeuren. Und jetzt haben wir auch hier das 3:0, weil die Huskies weitermachen, wo sie vorgestern aufgehört haben, nämlich mit einem extrem starken ersten Drittel. Ja. Aber das ist halt auch, ja, guck mal, das sind drei Spieler, die da eigentlich vom Tor stehen. Jetzt kommt der vierte noch dazu und Luis Brune kommt da so gleich zum Schuss. Aber auch ganz klasse gemacht einfach von Joel Lowry, der da zweimal seinen Körper reinstellt, sieht die Scheibe jetzt. Im erweiterten U20-Nationalmannschaftskader auch letztes Jahr einige Spiele in der WM-Vorbereitung bestritten. Jetzt eine große Chance mal für die Gäste und die machen das 1:3, weil Maxwell mit der Fanghaft minimal daneben langt, hatte zwar noch Kontakt mit der Scheibe, aber es reicht nicht, um den Puck aufzuhalten. Ich glaube, der war aber auch gar nicht richtig getroffen. Müssen wir uns jetzt mal replay, sich die Scheibe da schwierig zu sagen. Irgendwie das erste Gefühl war, ich glaube, da wollte er gar nicht hinschießen, sagen wir mal so. Im Nachgang wird es ihm egal sein, Christoph. Auch wieder gut geklärt. Ist ja da erfahrungsgemäß halt auch einfach so, diese Busbeine, die wir mal ansprechen, sehr gut gemacht hier von Weißwasser. Klasse sehr Bewegung gut durchgesetzt, von Scheibel, aber auch aufmerksam. 3 gegen 1 vielleicht. McMillan schießt selber. Wunderbar abgeschlossen. Ja, da hast du eine gute Aktion noch, gerade eben von Weißwasser gehabt und gleich im Gegenzug. Guck rüber, schießt dann selber ab. Genau gepasst. War wirklich ausgeguckt, ne? Ja, hätte Galeda so ein bisschen spekulieren können. Jetzt mal gut gelöst hier vom Weißwasser. Die Mannschaften, die hier Erfolg hatten, jetzt eine große Chance da für die Füchse. Spitzner, ein Bauerntrickversuch, aber gut antizipiert von Galeda. Keck, gute Position. Klassischer Keck. Ja. Schön weitergegeben da von Botnarczuk und weitergeleitet. Jetzt mal wieder ein Torschuss. Ja. Jake Weidner bleibt da im Pulk hängen. Der die Scheibe nochmal. Rebound. Chance für Kassel, aber Galeda zur Stelle. Ja, zumal diese Serie, die zwar mit 4:0 deutliches Ergebnis hatte, aber sich anders angefühlt hat, recht umkämpft war. Kiefersauer, Torschütze. Einziger Torschütze bisher, aber jetzt sage ich es und schon ist die zweite Bude gefallen. Abgefälschter Schuss von der blauen Linie. Müssen wir mal gucken, ob noch jemand dran war. Absender müsste Julian Weser gewesen sein. Da kommt der Puck zur blauen Linie und dann hüpft er so fröhlich durch. Hier nochmal aus der Perspektive von Christian Hafsky, der die Scheibe spät gesehen hat.
gutes Zuspiel von Brune auf den Kapitän, der wieder mit viel Spielübersicht und Spielwitz Scheibe auch gefährlich Richtung Torwart buxiert. Schönes Zuspiel auf Zauner, der nimmt auch den Schuss und dann hat es ein Metallgeräusch gegeben. Und nochmal richtiges Aufmucken der Füchse hier. Ja. Und Treffer, 3:4. Wieder einer vom Tor gestanden, Sicht genommen. Schuss. Schöner Schuss von der blauen Linie und ja. So, jetzt haben wir ein Spiel. Jetzt geht es nochmal richtig ab, wird ein bisschen warm auf einmal. Ja, ja, aber ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass die Kaslaski sich ein bisschen zu sehr zurückgezogen haben. Die haben im ersten Drittel viel aggressiver vorne angegriffen, sodass Weißer gar nicht einen Aufbau machen konnte. Aber ein Pass, der von Wotanczak abgefangen werden kann. Huskies dann ihrerseits mit keinem guten Spiel aufbauen. Der nächste Abschluss. Guter Scheibenklau an der blauen Linie und jetzt Platz für Luis Brune mit Geschwindigkeit. Nimmt den Schuss ans Außengestänge. Also, ob irgendeiner eine Sandprobe müht, wir werden sehen. Das letzte, entscheidendste Pulli der Partie geht an die Füchse. Aber der Block der Partie gehört schon Lauri. Und die Zeit war schon runtergelaufen. Wahrscheinlich, das ist jetzt diese 0,1 Sekunde, die Luis Brune fehlt. Ja. Die Partie ist allerdings zu Ende, wurde nochmal richtig spannend zum Schluss. Nöchel Hygieneservice, Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Tatortreinigung. Nöchel Hygieneservice, mit Sicherheit sauber.